Hallo zusammen, willkommen zurück zur Programmierung mit PHP. Heute geht es um Strings und zwar, dabei meine ich nicht den Datentyp, das wäre ein bisschen langweilig, den kennt ihr ja schon, sondern um einige sehr, sehr nützliche Funktionen über Strings, zumindest ein paar davon. Es gibt sehr, sehr, sehr viele davon und die wichtigsten möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Vielleicht erkennt ihr dann auch so ein bisschen die Ähnlichkeit zu Arrays. Und das ist eine spannende Erkenntnis, die man aber in PHP, glaube ich, relativ wenig braucht, aber in vielen anderen Programmiersprachen braucht man die dringend. Okay. Derweil möchte ich euch gerade noch kurz meine C-Tutorials empfehlen, da brauchen wir das sehr, sehr dringend sogar. Gut, fangen wir an und zwar, wir können uns einfach mal einen String erstellen, da sagen wir einfach mal dann $String dazu, ist gleich die Zahlen hier oben und die Bedingungen können wir eigentlich mal rausmachen, die brauchen wir schon lange nicht mehr. $String ist gleich. So, und jetzt hatten wir da bisher eigentlich immer ein Hello World drin stehen, ich würde das einfach beibehalten, denn Hello World ist irgendwie so Standard und richtig cool. Denn Hello World ist halt cool. Okay, so. Und was wir jetzt haben wollen, ist folgendes. Wir wollen erstmal uns die String-Length-Funktion angucken. Dazu geben wir einfach mal str und dann bekomme ich ja schon relativ viel vorgeschlagen. strlen einfach mal. Und perfekt, es wird mir schon $String vorgeschlagen. Das ist übrigens nicht deswegen, weil hier oben $String steht, sondern weil das der Standardparameter hier drin ist. Und sehr, sehr nützlich. Okay, was ein Parameter ist, müsst ihr nicht wissen. Gut, was uns das zurückgibt, ist 12. strlen von Hello World Ausrufezeichen ist also 12. Warum ist das 12? Zählen wir mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also das Ausrufezeichen wird logischerweise mitgezählt. Sehr cool. Gibt uns die Länge, also die Anzahl an Buchstaben, Achtung, Leerzeichen und Satzzeichen und sonstiges, wird natürlich alles mitgezählt. Gut, was anderes cooles ist str-word-count und das muss ich jetzt hier alles nochmal wegmachen. So, str-word-count gibt mir die Anzahl an Wörtern zurück. Das heißt, wenn ich das jetzt hier ausführe, kriege ich 2 zurück. Warum kriege ich 2 zurück? Naja, hello ist ein Word, dann kommt ein Leerzeichen, dann kommt ein, hello ist ein Wort, dann kommt ein Leerzeichen, dann kommt world. Das heißt, World ist auch nochmal ein Wort und das Ausrufezeichen wird nicht als extra Wort gezählt. Wenn ich jetzt hier ein Leerzeichen reinhauen würde zwischendrin noch, dann vielleicht schon. Okay, kann man auch hin und wieder mal brauchen, wenn ihr zum Beispiel die Anzahl an Wörtern irgendwie mal ausgeben wollt oder sowas. Zum Beispiel, wie viele Wörter hat der User auf seiner Webseite oder auf seinem Blog geschrieben oder sonst irgendwas. Irgendwie sowas kann man immer brauchen. Und vielleicht nicht ganz so nützlich, aber trotzdem interessant zu kennen, ist strref. Strref nimmt einen String und macht ihn quasi rückwärts. Das heißt, wir kriegen hier einfach nicht Hello World raus, sondern ich kann es nicht aussprechen, tut mir leid. Ihr könnt es gerne mal probieren, aber Olle kriege ich noch hin. Okay, also einfach umgedreht. Ist nicht wirklich sinnvoll, wollte ich euch aber trotzdem mal nicht vorwegnehmen. Wieder nützlicher wird es jetzt, wenn wir sagen str. Und dann haben wir hier übrigens ganz, ganz viele Funktionen, die wir uns aussuchen können. Die meisten fangen mit str-Bodenstrich oder str und dann direkt weiter an. Und was ich noch sehr, sehr nützlich finde, ist die Split-Funktion. Ach komm schon, was machst du denn? str-Split. Diese Funktion, die nimmt nicht nur einen String hier. Und das ist übrigens auch schon eine kleine Einführung zu Funktionen, aber dazu werden wir später kommen. Die nimmt nicht nur einen String, sondern auch die Länge des Strings, den ihr spalten wollt. Das heißt zum Beispiel, könnt ihr hier sagen, oh, ich habe vielleicht die ersten 5 Buchstaben und dann hätte ich gern den Rest drin. Schauen wir einfach mal, was passiert, wenn ich das so mache. Und ja, was ich dann bekomme, ist erstmal ein Fehler. Das liegt daran, dass ich hier jetzt gerade probiert habe, ein Array auszugeben. Denn aus String Split kommt ein Array raus. Ein Array deswegen, weil wir hier am Ende 2 Wörter bekommen. Also erstmal Hello und dann World. Und ja, jetzt kann ich es mal probieren mit 0. Und sozusagen von dem String Split das erste Wort abgreifen. Was dann passiert ist folgendes, wir bekommen hier ein Hello. Und wenn wir uns das zweite angucken, also hier als 1 eingeben, ihr kennt ja jetzt mittlerweile Arrays. Hier bei dem String Split kommt ein Array raus und mit diesem Zugriffsoperator hier hinten dran sage ich, okay, ich hätte gerne eben das. Wir haben sogar mehr als nur das. Wir haben hier auch noch ein Burl, weil 5 Buchstaben, also die ersten 5 Buchstaben gehen bis Hello
Und dann müssen wir aber mit dem Leerzeichen anfangen zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, nach dem Whirl ist zu Ende. Und unser drittes ist dann hier D-Ausrufezeichen. Wenn wir uns das anschauen, dann haben wir hier D-Ausrufezeichen. Perfekt. Das heißt, wir haben hier jetzt eben aus diesem einen String ein String-Array gemacht mit drei Strings, die alle entweder 5 Zeichen haben oder weniger. Sehr cool und kann man tatsächlich auch sehr, sehr häufig brauchen. Eine letzte kleine Funktion, die ich euch noch zeigen möchte, ist String Replace. String Replace ist auch nicht schlecht. Die anderen Sachen werde ich euch dann bei Gelegenheit vielleicht auch zeigen oder vielleicht mache ich noch ein zweites String Tutorial. Es gibt da nämlich sehr, sehr viele Funktionen, wie ihr gesehen habt, aber ich glaube, das passt erstmal so. String Replace macht folgendes. Das gibt uns wiederum kein Array zurück, sondern es ersetzt einen Teil in unserem, in unserem String drin. Allerdings müssen wir natürlich angeben, was ersetzt werden soll und in was es ersetzt werden soll. Also sagen wir zunächst einmal, was wird ersetzt? Wir wollen, dass Hello ersetzt wird. Dazu sollten wir auch dieselbe Schreibweise wählen, nämlich Hello groß geschrieben. Okay, wird ersetzt mit Hi, auch groß geschrieben. Und in welchem String? Naja, wir wollen es in dem $String ersetzt haben. So. Wenn wir das jetzt ausführen, dann bekommen wir hier die ersetzte Version. Dann bekommen wir plötzlich Hi World statt Hello World. Kann auch mal sehr sinnvoll sein, vor allem wenn wir irgendwie, irgendwelche Daten verarbeiten wollen, was natürlich häufig vorkommt, vor allem wenn wir auf dem Server programmieren wollen. Gut, ein letztes möchte ich euch tatsächlich doch noch zeigen, ist mir gerade eingefallen. Strip Slashes heißt das Ganze und wir bekommen hier einen $String. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir mit Datenbanken arbeiten, denn ihr werdet gleich sehen, was da passiert, wenn ich das hier ausführe. Erstmal speichern. Ja, wir bekommen in dem Fall jetzt keine Änderung, was auch gut so ist. Aber wenn wir jetzt hier zum Beispiel, es gibt solche Spezialzeichen in den Strings drin, zum Beispiel \n würde uns eine neue Zeile machen. Und da gibt es verschiedene Sachen, wie zum Beispiel, dass wir ein Anführungsstriche beenden wollen und das würde unseren String vorzeitig beenden. Aber mit dem \ hier maskieren wir dieses Anführungsstriche, dass es sozusagen innerhalb meines Strings ist. Also dass der String nicht hier aufhört, sondern danach noch weitergeht und das hier einfach Teil des Strings ist. Mache ich das jetzt weg, habe ich ein Problem, mache ich es rein, ist okay. Und der Trick dabei ist, dass ihr häufiger mal euch anmelden müsst. Und ja, wenn ihr hier irgendwelche Backslashes eingebt, dass ihr dann komische Sachen damit machen könnt. Zum Beispiel könnt ihr dann sagen, ich hätte gerne, dass der String schon früher zu Ende ist und ich kann dann plötzlich PHP weiterprogrammieren, obwohl ich mich eigentlich da nur einloggen können sollte. Nennt sich auch SQL Injection, zumindest ein Teil davon. Und deswegen ist es häufig nötig, dass ihr diese Strip Slashes macht, was dann Folgendes verändert. Ich zeige es euch gerade mal. Dann wird einfach dieses Zeichen hier dargestellt und der Backslash hier, der wird einfach entfernt. Also das entfernt sozusagen die Backslashes. Wenn ich das hier jetzt einfach mal wegmache, dann wird der Backslash einfach nicht mehr da. Wenn ich das Strip Slashes weglasse, Semikolon sollte vielleicht noch da bleiben, sonst habe ich Schwierigkeiten nachher, dann ist er noch da. Das heißt, es entfernt euch einfach die Backslashes, diese Maskierungszeichen für verschiedene komische Dinge. Okay, ist ein Sicherheitstool und würde ich wirklich häufig benutzen, vor allem wenn es ums irgendwie Einloggen geht oder so. Aber dazu kommen wir dann noch, wenn es soweit ist. Wollte ich euch einfach nur als Funktion mal zeigen. Gut, das war's erstmal mit Strings. Falls ich noch mehr finde, was sehr wichtig ist, dann werde ich euch das alles natürlich zeigen. Keine Sorge. Okay, wir hören uns. Bis dann. Ciao.